Herr Grün ist Besitzer eines Bettengeschäftes in der Innenstadt. Seine Waren möchte er ansprechend für seine Kunden präsentieren. Dafür hat er eine aufwendige Beleuchtung in seinem Geschäft. Doch die Energiekosten sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Mit einer Änderung seiner Beleuchtung möchte Herr Grün das Geschäft besser ausleuchten, Energie einsparen und damit zusätzlich auch noch eine Verringerung seines CO2-Verbrauchs erreichen. Er kontaktiert daher die Elektrofirma Zietz, die Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungsanlage im Geschäft überprüfen soll. Dann könnte ich mich schon mal informieren, was wir am besten machen können. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir uns nächste Woche einmal treffen. Ja, ist okay. Können wir gerne machen. Ja, da freue ich mich. Vielen Dank. Okay, tschüss. Nach dem Gespräch legt der Meister Herrn Grün als Neukunden an. Guten Morgen, Herr Grün. Grüß Sie. Schön, dass wir uns auch so sehen. Der Meister informiert sich im Geschäft des Kunden Grün über die örtlichen Gegebenheiten. Im Beratungsgespräch erfragt er die Kundenwünsche. Wir möchten ja unsere Produkte besser ausleuchten, natürlich auch ein bisschen Kosten sparen und da brauche ich also mal ein paar Tipps. Gucken wir uns doch mal im Einzelfall an, wo man was machen kann, wo man Akzente setzen kann und dann schauen wir mal. Genau. Okay, Herr Grün. Die Ausleuchtung der Verkaufsräume wird gemessen und die alte Beleuchtungsanlage wird analysiert und dokumentiert. Ja, ich habe mir alles aufgeschrieben. Gut, dann haben wir das ja eigentlich soweit zusammen. Sie machen mir ein Angebot und schreiben mal rein, wie viele Lampen wir brauchen und was wir auch möglicherweise einsparen können und so weiter. Okay, und da wir jetzt ja auch über Energieeinsparungen reden bei den neuen Lampen, das ist eine CO2-Einsparung, können wir bei der Umweltbehörde auch eine Förderung einreichen. Anschließend bespricht der Meister mit dem Kunden das weitere Vorgehen. Alles klar, Grün. Schicke ich ihm Ende der Woche dann Angebot. Ja, vielen Dank. Okay, danke schön. Der Meister erstellt am Computer mithilfe der Simulationssoftware Dialux ein Abbild des Geschäftes. Hier können verschiedene Leuchten und Oberflächen ausgewählt werden. So kann der Meister schon vorab beurteilen, wie die Beleuchtung hinterher wirken wird. Mithilfe des Programms werden nun die entsprechenden Leuchten für das Angebot festgelegt. Anschließend erstellt der Meister ein Angebot. Guten Tag, Herr Zietz, Grün. Ja, ich wollte gerne auf Ihr Angebot zurückkommen. Wir haben inzwischen Nachricht bekommen von der Umweltbehörde. Das Angebot wird erläutert und die Möglichkeiten der CO2-Einsparung und eventueller Zuschüsse werden erklärt. Zusätzlich werden Finanzierungsmöglichkeiten diskutiert. Schließlich wird die mögliche Vorgehensweise bei der Installation abgestimmt. Dann unterschreibe ich jetzt das Angebot. Mit seiner Unterschrift vergibt Herr Grün den Auftrag an die Firma Zietz und vereinbart gleichzeitig einen Termin zur Auftragsdurchführung.